Hi, ich bin von der Uni zurück. Es ist einfach viel zu warm und jetzt gibt es mal ein aufgebrauchtes Video, denn mein Karton ist schon ganz voll. So, ich fange direkt an mit der Probe von Toni Guy Cleanse Shampoo for Dry Hair. Das hier war mal bei einer Douglas-Bestellung von mir dabei. Fand ich in Ordnung, sind aber Sulfate drin, weswegen ich es nicht nochmal benutzen werde. Der Geruch war allerdings super angenehm. Dann habe ich aufgebraucht von CMD diese Sandorini Körperlotion, die so einen Zitrusgeruch hat, also Sandorngeruch. Und fand ich super, war nicht zu fettig, war sehr angenehm auf der Haut. Ich habe super vertragen, kann es auch nur empfehlen, würde es mir durchaus nachkaufen, wenn ich nicht genügend Lotions im Moment hätte. Und ja, mag ich ziemlich gern, weil es die Haut streichelweich hinterlassen hat und gut geduftet hat. Was will man mehr? Ja, dann habe ich aufgebraucht von Lush mein Viganese Conditioner, die kleine Größe hier, die war mal reduziert, ist in Ordnung, fand ich sogar besser. Ich hatte schon mal vorher den Veganis und da war irgendwie, hat es echt ekelhaft gestunken und der hat richtig gut gerochen, fand auch, dass es durchaus angenehm war, aber ich brauche eigentlich keinen Conditioner, meine Haare kriegt eh nichts ordentlich ja, hin, von daher. Egal, dann habe ich auch noch aufgebraucht von meinem Body Shop Haul, diese Probe, die ich dazu bekommen habe. Da waren 8 ml drin, hat gereicht für zweimal Beine einschmieren. Und der Geruch ist sehr, sehr angenehm. Die ist sehr reichhaltig. Ich finde sie auch besser als meine aktuelle Body Butter, die ich benutze, die Grapefruit. Finde ich die auf jeden Fall wesentlich besser und würde ich mir durchaus nachkaufen. Kann ich nur empfehlen. Ist allerdings sehr, sehr reichhaltig. Also wer das nicht mag, ich benutze nur für die Beine, nicht für den ganzen Körper. Dann habe ich diese Probe hier aufgebraucht. Die war mal in einer Glossy Box drin. Das ist ein Peeling und das habe ich hauptsächlich für die Beine benutzt, weil es so einen wachsartigen Film hinterlassen hat. Zuckerpeeling ist hier drin gewesen, das ist in Ordnung. Aber es war nicht so ganz so meins. Aber boah, ne? Dafür war es auch zu teuer, um das nochmal nachzukaufen, denke ich. Und dann muss ich mal gucken, was ich hier noch habe. Zum einen habe ich wieder ein Pröbchen von der Calendula Gesichtscreme für normale und Mischhaut von Lavera ausgeleert, aufgebraucht. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann ihr nur empfehlen, ich habe die mir in groß gekauft. Ich liebe sie und sie ist als Nachtcreme im Sommer perfekt für meine Mischhaut, trockene Mischhaut. Dann habe ich ein großes Projekt sozusagen aufgebraucht, auch von Lush. Dieses No Drought Trockenshampoo. Ich liebe das, ich finde es richtig cool. Es riecht super lecker nach Zitrus. Da sind, glaube ich, Grapefruitöle, Zitronenöle drin. Es riecht einfach wie so ein Zitronenkuchen, total lecker, fluffig und frisch. Und es gibt den Haaren wirklich schön Volumen über die Tage, wo man das benutzt. Also ich wasche mir ja so 2-3 Mal die Haare in der Woche, also eher bei dem Wetter jetzt 3 Mal in der Woche. Und zwischendurch benutze ich das. Finde ich super, ist mein absoluter Liebling. Ich werde mir auch gar kein anderes Trockenshampoo holen, weil ich persönlich auch diese Sprühsachen nicht so gerne mag. Finde einfach, ich auch umweltfreundlicher. Das Ganze riecht super, hält voll lange. Ich habe das jetzt ein gutes Jahr gehabt. Kann ich nur empfehlen. Finde ich super. Ja, dann kommen wir hierzu. Und zwar habe ich diese Skin Food Egg White Pack Peel Off Pack von Rouge aufgebraucht. Also es war ein so ein Stripe und das hat mir die liebe Usi zugeschickt. Und ich habe gesehen, das war irgendwo hinten dran an meinen Masken und dann dachte ich mir so, oh, das könntest du mal wieder benutzen, weil ich sowas eigentlich ganz gerne mag. Ich hatte schon einen Strip aufgebraucht von einer anderen Marke, glaube ich. Die haben aber sehr ähnlich gerochen, haben gut die Sachen rausgeholt. Die Form ist ein bisschen anders. Es wird schneller hart. Es ist auf jeden Fall besser als die Wir und Co. Strips. Von daher kann ich nur die koreanischen empfehlen. Dann habe ich auch mehr oder weniger aufgebraucht. Dieses Ding hier sieht schon so ein bisschen mitgenommen aus. Da ist immer noch ein bisschen was drin, aber es hat es inzwischen zerrissen. Das ist von Shiseido, war mal auch, glaube ich, in der Box irgendwie mit drin, die Bio Performance Super Exfoliating Disc, whatever, war eigentlich ganz angenehm, so man hat das nass gemacht und dann gewartet oder so ein bisschen gerieben, bis dann so milchige
Gedöns rauskam und dann habt ihr euer Gesicht damit abgeschmirgelt. Nicht wirklich, aber es ist ein angenehmes Peeling gewesen. Hat die Haut sehr gepflegt hinterlassen. Ich persönlich mag aber meinen Konjak-Schwamm lieber und würde mir auch von Shiseido nichts nachkaufen, weil es einfach viel zu teuer ist für meinen kleinen Geldbeutel. Und dann habe ich auch noch aufgebraucht, auch mal aus der Douglas-Box von Kanebo Sensei Prime Solution. Das ist so ein Primer-Prübchen. Da waren 10 ml drin, habe ich sehr lange benutzt für meine, ja, also als Primer vor Make-up. Fand ich gut, fand ich sehr pflegend, hat die Haut relativ gut ausgeglichen. Aber auch so ein schweineteures Produkt, was ich mir nicht kaufen würde, weil es zu teuer ist. Ja, aufgebraucht habe ich auch von Biotherm die Aqua Source Nuit Gelée Hydratant. Ich kann das nicht aussprechen, ist sehr französisch. Fand ich richtig gut. Ich habe das vor allen Dingen, wenn meine Haut richtig, richtig trocken war, aufgetragen. Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr sehr trockene Haut habt, ist es eigentlich so eine Nachtcreme, aber ich habe es auch teilweise tagsüber benutzt. Wenn ihr ölige Haut habt, lasst davon die Finger aber ganz weit. Es war wirklich nur für die Zeit, wo meine Haut irgendwie voll am Austrocknen war. War super, ist leider leer. Und dann habe ich auch noch aufgebraucht von Beauty Bird. Ich kann euch nur noch die Packung hier zeigen. Die Peeling-Seife, die fand ich richtig, richtig gut. Auf der einen Seite, was so den Peeling-Grad für den Körper betrifft, war so ein bisschen härter, hat also die Haut wirklich gut sauber gekriegt, ohne jetzt komplett alles abzurubbeln und euch blutstreifend Blut überströmt zurückzulassen. Waren 75 Gramm drin, vegan, hat angenehm nach Vanille gerochen, aber es hat die Haut extrem ausgetrocknet und ich habe schon Seifen gehabt, die das nicht tun, also ja, du Jemi, aber die Peeling-Eigenschaften fand ich richtig gut. Dann habe ich auch noch aufgebraucht von Avène diese Handcreme, die Cold Cream, die ich im Winter angefangen habe zu benutzen, so als Standard-Creme für, ja, wenn ich zu Hause bin, benutzt habe. Ich fand sie richtig, richtig gut. Das ist ein Produkt durchaus, was ich mir nachkaufen würde, obwohl es kein Naturkosmetikprodukt ist. Auch wenn der Paraffin und Liquidum garantiert drin ist. Ja, es ist. Ich fand sie richtig gut und vor allen Dingen, wenn ich Ausschläge an den Händen habe, beruhigt die und macht sie nicht noch schlimmer. Von daher ein gutes Produkt. Kostet aber, glaube ich, auch 3-4 Euro. Dann habe ich aufgebraucht von Annemarie Berlin Natural Beauty durch Natur Royal Biolifting Lifting Serum 10 ml. War auch mal irgendwo als Pröbchen mit drin, ich glaube bei der Douglas-Box. Riecht ein bisschen unangenehm, finde ich persönlich. War relativ, ja, viel. Aber ich mag es nicht so ganz so sehr. Also wer eine trockene Haut hat, für den ist es Gold wert. Es hat die Haut sehr, sehr gut gepflegt. Aber für meine Haut ist es nichts. Also ich habe da ein bisschen Probleme mit gehabt und es war zu reichhaltig jetzt für die Sommerzeit. Eher ein Winterprodukt. Und dann habe ich noch aufgebraucht ein Shampoo, was ich erst vor kurzem in der Box hatte. Und zwar dieses von Pythokeratine Repairing Shampoo. Ist wirklich sehr, sehr geil vom Geruch her. Und hat so eine Art, ja, Creme-Konsistenz, die man auf die Haare gibt, schäumt jetzt auch nicht sonderlich stark, aber es macht die Haare wirklich sehr, sehr geschmeidig, sehr, sehr gepflegt. Aber wenn ihr zu einem schnell fettenden Ansatz neigt, denke ich, ist es nur etwas, was man in die Länge verteilen sollte. Also ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. Ich habe mir von Lavera ein Shampoo gekauft für sensible Haut und es hat ähnliche Eigenschaften und finde ich genauso gut. Hat jetzt meinen Haaren genauso viel Pflege gegeben wie das. Und dann habe ich aufgebraucht die hier. Das ist das Avène Thermal Wasser fürs Gesicht und alles und so. 300 ml. Kam ich jetzt wirklich lange, lange Zeit mit durch. Ich glaube schon ein paar Monate. Weiß es nicht mehr genau, aber ich finde es super. Ich habe es ja schon nachgekauft. Ich kann es nur jedem empfehlen, der empfindliche Haut hat vor allen Dingen. Und ja,
Das war es dann von dem Pflegezeug. Dann kommen wir zum Make-up. Da habe ich jetzt drei Produkte aufgebraucht. Das eine habe ich nicht wirklich aufgebraucht, das ist aber festgetrocknet. Also von Alverde, diesen Highlighter Frappe, den habe ich echt gerne benutzt. Wie man sehen kann, habe ich ordentlich daraus genommen. Aber ich habe ihn wohl einmal nicht richtig geschlossen und jetzt ist er innen drin, also so obendrauf ausgetrocknet und ich kriege das nicht runter. Und deswegen schmeiße ich ihn jetzt einfach weg. Ist schade. Aber ja, ich mochte den ganz gerne. Ich habe auch noch einen Backup, der noch in Ordnung ist. Dann habe ich auch noch aufgebraucht zwei Produkte von Lavera. Einmal habe ich einen Blush aufgebraucht, den Shimmering Rose Light 01. So, ziemlich aufgebraucht. Und der hat noch einen Spiegel drin und ein Bürstchen, deswegen bin ich noch am Überlegen, ob ich das irgendwie ordentlich sauber machen kann und für Fimo irgendwie verwenden könnte. Mal schauen. Oder für irgendwas anderes. Und dann habe ich aufgebraucht das hier noch. Und da ich irgendwie beide ständig, also jeden Tag benutzt habe, wirklich, das war mein Daily Blusher, der ist sehr... ja, nicht so stark pigmentiert, da musste man schon zwei, dreimal auftragen, dass man was gesehen hat bei meiner Haut und ich bin jetzt nicht hell. Ist auf jeden Fall ein Anfängerblush gewesen, fand ich gut, aber für fast 8, 9 Euro ist es natürlich, ja, weil da nur 4 Gramm drin sind. Ganz anders bei dem hier, also die Pflegeeigenschaften von dem super, es verstopft nicht die Poren, das kann ich noch dazu sagen. Aber das hier, ich liebe es. Es ist das Fine Loose Mineral Powder, da ist kein Teig drin. Es pflegt die Haut und wenn ihr nur das auftragt, quasi ja als gepflegtes Äußeres, dann habt ihr so einen leichten Schimmer im Gesicht. Das sieht total schön aus. Es riecht super lecker, wenn ihr ein frisches kriegt. Und es ist vegan, es kostet so um die 10 Euro. Ich liebe, liebe, liebe es. Es ist ein bisschen grobporiger, aber wenn man es aufträgt, dann finde ich, verschmilzt es ganz schnell mit der Haut durch die natürlichen Wachse, die hier drin sind. Und ja, ich mag es sehr, sehr gerne, weil Talcum-Puder habe ich immer Schwierigkeiten und da super Sache. Kann ich nur empfehlen, mein absoluter Liebling. Und das war es dann auch schon von mir, von meinem Aufgebraucht-Video. Es ist wieder ein bisschen viel gewesen, deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt eins, obwohl noch nicht ganz der Juli rum ist. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Ihr könnt mir noch schreiben, ob ihr eines dieser Produkte auch kennt, mögt oder nicht mögt und warum. Und das war's dann von mir. Ciao!